Hey Leute, willkommen zurück zu No One Lives Forever. Wir sind im Schloss von der Gräfin Dumas. Aber irgendwie ist hier nichts los, oder? Was haben wir denn? Schloss infiltrieren, immer noch. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Hallo? Ist irgendwie so ein bisschen... Weiß nicht, ich habe jetzt mit mehr gerechnet, dass hier irgendwelche Wachen rumstehen die ganze Zeit. Aber es ist ja irgendwie so ein bisschen... Fast schon wie eine Einladung. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Oh. Sperr sie ein! Vielleicht sollten wir sie über eine Klippe werfen. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, aber ich dachte... So, hast du, ja? Ja, ich denke, es ist eine schlechte Idee, sie am Leben zu lassen. Tatsächlich? Weißt du, in diesen Spionengeschichten kommt der Held immer ungeschoren davon. Ich denke, das wäre ein netter Präzedenzfall, oder? Sicher, das ist alles nur Film, macht mich aber trotzdem nervös. Schau sie dir an. Bitte? Ich sagte, schau sie dir an. Möchtest du sie umbringen? Ich möchte nicht, aber es ist nötig. Nötig, ja? Verzeihung, aber ich finde, du hörst dich ziemlich moralisch an für jemanden, der seinen Lebensunterhalt als Krimineller verdient. Wir haben bereits tausende Menschen umgebracht. Was macht da ein Leben? Nicht ich habe sie getötet. Aber du arbeitest für die Organisation, die das tut. Bist du da nicht automatisch inbegriffen? Sie haben mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Das vielleicht nicht, aber du wusstest, dass es eine solche Möglichkeit geben konnte. Okay, vielleicht hast du recht, aber das bedeutet nicht, dass ich das Blut dieses Mädchens an meinen Händen haben möchte. Um ehrlich zu sein, würde ich eher dich als sie töten. Dann höre ich jetzt wohl besser auf, dich davon zu überzeugen, sie von der Klippe zu werfen. Das solltest du. Ich muss zugeben, dass ich seit der Explosion in England nicht mehr ruhig schlafen konnte. Ich auch nicht, Kumpel. Darf ich dir eine Frage stellen? Was würdest du tun, wenn ich mich auf die Gondelstation zubewegen würde, mit der Absicht... der Organisation den Rücken zuzukehren. Vielleicht würde ich dir einen Tipp geben. Welchen? Bring dich nicht um. Der Gedanke ist mir schon durch den Kopf gegangen. Oh nein. Aber immerhin, ich mag den Schotten. Ich dulde irgendwie keine Störungen. Ja, Ma'am. Aufwachen, Prinzessin. Das ist also die unzähmbare Kate Archer. Ich hoffe, Armstrong war nicht zu grob zu Ihnen, meine Liebe. Ich weiß nicht, ob es sein schottisches Blut ist oder seine bäuerliche Herkunft. Aber ihm fehlt wirklich der gesellschaftliche Schliff. Oh, aber Sie sind selber Schottin, nicht wahr? Wie unsensibel von mir. Baroness Dumas, Sie sind ganz anders, als ich erwartete. Wirklich? Tut mir leid, wenn ich eine Enttäuschung bin. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Als ich mich mit Ihrem Mann traf, hatte ich nicht mehr viel von der Frau erwartet, die sich dafür entschied, ihn zu heiraten. Oh ja, mein Mann. Er ist ein Kind im Manne, ein ziemlich großer Mann. Ich muss immer mal wieder Mama spielen. Dann darf ich sein Geld so ausgeben, wie ich möchte. Und davon hat er wirklich mehr als genug. Aber genug von meiner Arbeit geredet. Reden wir über die Ihre. Ihre Arbeit? Aber ich dachte, Sie arbeiten für Harm. Harm arbeitet für mich, Herzchen. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht für ein kleines Waisenmädchen, das den Weg von der Prinzessin zur Bettelmarkt hinter sich hat. Man braucht schon viel Überzeugung, um eine solche Not zu überstehen. Oder eine Menge Hass. Wahrscheinlich von beidem ein bisschen. Ich hätte niemals Verständnis von jemandem wie Ihnen erwartet. Tja, vielleicht wissen Sie gar nicht so viel über mich, wie Sie denken. Ich weiß genug. Ein weiblicher Spion in einer Männerwelt? Da wird man sicher hart im Nehmen. Die Tatsache, dass Sie eine solche Plage gewesen sind, sagt genug über Ihre Fähigkeiten aus. Die Tatsache, dass Sie jetzt meine Gefangene sind, bedeutet, dass Sie sich selbst überschätzt haben. Ein wenig. Ein kleines Mädchen, das glaubt, es könnte es mit der Welt aufnehmen.
Unterscheidet sich das so sehr von einem kleinen Mädchen, das denkt, es könne die ganze Welt übernehmen? Wir haben halt beide Ambitionen. Schade nur, dass Ihre Ambitionen so unbedeutend sind. Glauben Sie das wirklich? Sie mögen große Dinge getan haben, aber schauen Sie sich an, was Sie anrichten. Sie revanchieren sich an Menschen, die Sie und Ihre Mutter nach der üblen Sache mit Ihrem Vater geächtet haben. Sie nennen es Rache, ich nenne es Großreine machen. Großreine machen? Richtig. Wann immer ich einen dieser arroganten Blaublüter auslösche, wird die Welt ein wenig sauberer. Für meine Begriffe sind die Dreck. Entschuldigen Sie, Baroness. Ich sagte keine Störungen. Erschieß jemand diesen Mann. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Sie hielt mir gerade eine Moralpredigt. Als nächstes werden Sie mir vermutlich erzählen, dass ich unmöglich damit durchkomme. Nicht solange ich involviert bin. Sie haben schon die richtige Einstellung. Aber leider werden Sie nicht mehr länger etwas damit zu tun haben. Es sei denn, Sie können von den Toten auferstehen. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht. Dank dieser dämlichen, inkompetenten Inge Wagner bleibt Ihnen noch Zeit, das nachzuholen. Meine Anweisungen lauteten, dass Sie eine 10-Stunden-Dosis bekommen sollten. Stattdessen gab Ihnen dieses Mondkalb eine 10-Tages-Dosis. Also bleiben Ihnen noch circa 45 Minuten zum Leben. Ich wurde infiziert? Im Club. Dieser Dartpfeil in meinem Nacken. Ja, und wenn dieses Fräulein Wagner nicht so dämlich gewesen wäre, wären Sie schon lange tot. Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Das stimmt auch nur teilweise. Sie wissen wohl nicht, wie schwierig es ist, wirklich qualifizierte Kriminelle zu bekommen. Nur Trottel und Mutanten. Ich hoffe, Sie erwarten jetzt kein Mitleid. Nicht von jemandem wie Ihnen. Für Sie bin ich nur ein gewöhnlicher Verbrecher. Diese hübschen Augen sehen nur schwarz und weiß. Aber Schwester, die Welt ist grausamer als ich. Glauben Sie mir. Ich hätte auch lieber mein Puppenhaus und den Glauben an Feengeschichten behalten, als das durchlebt, was mir passierte. Aber ich hatte in dem Fall wirklich keine Wahl. Sie hatten die Wahl, aber Sie waren zu schwach, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie wissen gar nichts über mich, Kleines. Sie wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Diese hochnäsigen Bastarde hatten meine Mutter und mich schon fallen gelassen, bevor noch die Schlagzeilen in der Zeitung standen. Und jetzt zeige ich Ihnen mit Feuerregen und Zerstörung meine Dankbarkeit. Arme Felicity, die Welt hatte sie vergessen und nun zahlt sie es allen heim, nicht wahr? Ich habe Ihnen nicht gestattet, mich beim Vornamen zu nennen. Leider haben wir beide mehr gemeinsam, als mir lieb ist. Der Unterschied liegt aber darin, dass ich mein Pech nicht persönlich genommen habe. Jeder leidet, Baroness, aber nur feige Schwächlinge lassen das an anderen Menschen aus. Sie sind schon ein rechtschaffenes Flittchen. Vielleicht kommen Sie ja in den Himmel. Sie werden das schon bald herausfinden. Bringt mir Armstrong hier hoch. Ich möchte einen kompetenten Türwächter hier haben. Das ist nicht nett, sowas zu sagen. Ist das so? Wenn Sie ihn geschnappt haben, wollen Sie rausgehen und sich erschießen lassen? Da haben Sie wenigstens einen Grund, sich zu beschweren. Sieht so aus, als hättest du dich dieses Mal ganz schön in Schwierigkeiten gebracht, nicht wahr, Kleine? Wie wär's mit einem Kampf? Was redest du da? Ein Kampf, nur du und ich, Faust gegen Faust. Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Wenn ich gewinne, lässt du mich gehen. Und wenn ich gewinne? Ich bin dir doch schon ausgeliefert. Bist du jetzt ein Schwarzmann oder nicht? So verlockend das klingen mag, aber ich werde nicht meinen Ruf als Starkrimineller aufs Spiel setzen, nur weil mich ein kleines Mädchen herausfordert. Feigling. Versuchst wohl, mich zu provozieren. Oha, Faustkampf gegen Armstrong. Du hast doch nur Angst, dass ich dich besiege. Ich wäre ängstlicher, wenn du ein wütendes Eichhörnchen wärst. Ich wusste, dass du ein Weichling bist. Sag das ja nicht nochmal. Oh. Ich hörte, du hattest eine heiße Liebesaffäre mit Inge Wagner. Ha, höchstens in ihrer Fantasie. Ach Mist.
Du schlägst wie Mädchen. Wenn du nicht aufpasst, lege ich dich übers Knie. Oh, stimmt. Hatte vergessen, dass du keine Mädchen magst. Sag das nochmal und ich wasche dir deinen Mund mit Seife. Das ist schwierig. Kann ich das auch verhauen? Also kann ich was falsch machen? Warst du schon immer so ein Feigling oder ist das eine neue Entwicklung? Provozier mich nicht, junge Dame. Was meinst du, was ich hier mache die ganze Zeit? Du bist zu weit gegangen, Mädchen. Oha. Oha. Wie war das mit Faustkampf? Autsch. Au. Ey, sag mal. Na komm. Komm, wirf noch eine. Oh Gott. Boah, das schaffe ich doch nie. Habe ich da irgendwas zum... Hab ich zum Verteil... Oh! Okay. Cool. Cool, Armstrong. Legst also Frauen, ja? Ach Mann, wie soll ich das denn ausweichen? Au. Ne, okay, also irgendwie muss ich das ausweichen können, oder? Na? Schmeiß noch eine, komm. Uiuiui. Ja, wird ein bisschen schwierig, ich meine. Uiuiuiuiui. Schmeiß eine Granate, komm. Ich verliere auf jeden Fall immer wieder Lebensenergie. Das ist Lebensenergie. Ich will die Rüstung. Guck mal, was es hier noch gibt. Oh, ein Brief. An Captain Claw. Ich schreibe das hier mit einer Feder auf ein Pergament für meinen spanischen... Was für meinen spanischen Eroberer? Dafür stecke ich es in der Wand. Okay. Au. Okay, Armstrong, ich weiß, du bist voll die harte Sau. Na komm. Au. Okay. Wie schaffe ich den denn, sag mal? Ich glaube, ich hole mir erstmal den Brief. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss jetzt immer ein paar Schläge landen und dann hoffen, dass ich ihn... Hallo? Wow. Kann man machen. Au. Okay. Ich mach das jetzt auf die Lame-Methode, Leute. Na komm. Ey. Ey. Ich glaube, ich habe eine Taktik gegen ihn gefunden. Na? Armstrong. Au. Ist ja schon strong in den Arms, aber... Au. Okay. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt raus. Oh, nee, vielleicht auch nicht. Ah, Mann, er darf keine Granate werfen, dann ist vorbei.
Ach, komm schon. Du bist ein Schwein. Ach, endlich. Meine Güte. Verdammt nochmal, von einem Mädchen in die Pfanne gehauen. Ja. Wie sieht's aus? Hältst du Wort oder muss ich dich weiter bearbeiten? Ich mag kein Verbrecher sein, aber ich bin kein Lügner. Versprochen ist versprochen. Was ist mit dir? Ich denke, es ist an der Zeit, sich einen neuen Job zu suchen. Ich werde mit Sicherheit nicht hierbleiben und eine Flucht mit der Baroness diskutieren. Vielleicht solltest du mal über eine legale Karriere nachdenken. Meine Stärken sind wohl ein bisschen zu spezialisiert, um damit aufrechte Arbeit zu erledigen. Mach dir keine Sorgen um mich, ich komme schon klar. Ich schulde dir was. Das tust du, vergiss es nicht. Darf ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Darfst du. Die Namensliste. Wo bewahrt die Baroness sie auf? Sorry, da kann ich dir nicht helfen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie viele Menschen sterben werden, wenn wir die Baroness nicht aufhalten? Was interessiert mich das? Wie kannst du sowas sagen? Stell dir vor, irgendeine verrückte Frau sprengt deine Mutter in die Luft. Wie würdest du dich dann fühlen? Meine Mutter ist bereits tot. Antworte auf meine Frage, dicker Ochse, oder ich werde dich so fest schlagen, dass du deine Zähne am Hinterausgang wiederfindest. Okay, schön, ich wäre traurig. Wolltest du das hören? Vielleicht flenne ich auch wie ein Mädchen. Jetzt zufrieden? Denk doch nur mal an all die Menschen, die ihre Mütter, Söhne und deren Frauen verlieren würden. Und das nur deswegen, weil eine total abgedrehte Baroness eine schlimme Kindheit hatte. Willst du das auf dem Gewissen haben? Na gut, es reicht, fein. Soviel ich weiß, hat sie das verdammte Ding in einem Safe in ihrem unterirdischen Versteck. Da unten ist ein Fahrstuhl hinter einem Stapel Holz. So ein schlaues Mädchen sollte das eigentlich rausfinden können. Nö. Okay, wo sind jetzt meine Waffen, bitte? Ich find's voll cool. Ich meine, irgendwie ist mir der Kerl sympathisch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, eigentlich im zweiten Teil käme er auch nochmal vor, aber wie, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, weil ohne Waffen ist hier etwas schwierig. Aber sieht nicht so aus, als... Oh, doch! Oh! Ihr Arschkrapfen! Oh! Wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass die hier runterkommen, aber... Das ist für dich. Oh, super geil! Ja. Lasst sie nicht Ja! Oh, wow! Das war ja schon mal nix. Oh Mann. Oh Gott. Wo bist du? Das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Lass sie nicht entkommen. Was war das für ein Geräusch? Yep. What the f- Okay. Oh! Los, los! Okay, ist da eine Waffe? Ich dachte, ich hätte jemanden gehört. Oh ja! Oh, ihr blöden Penner. Wo ist die Knarre? Da. Ich habe nur noch 3 Schuss. Ist nicht so schlimm. Er hat welche für mich. Und auch nur 3. Oh Mann. Na? Boah, ist das wieder mal laut, ne?
Sehr gut, ich habe eine AK. Gefällt mir doch. Alles klar, ich weiß, wo ich bin. Aber geht's hier noch was? Von Baroness Dumas, nee, an Baroness Dumas, von Hans Brothers Bauten. Wie besprochen, halten Sie anbei einen Vorschlag für die neue 8000 Fuß im Quadrat große Dumas Sky Lodge in den italienischen Alpen. Danke. Ernsthaft? Ich dachte, da geht's nur um Rache. Jetzt geht's auf einmal um eine Lodge hier in den Alpen. Ah, ich weiß ja nicht. Bin ich da ein bisschen übertrieben. So, was machen wir? Geheimen Eingang zur Untergrundbasis finden. Ist wahrscheinlich jetzt leichter, als ich es anhört. Hinter einer Kiste, sagte der Kerl. So. Mal gespannt, ob es hier noch ein paar Gespräche gibt. Ich finde das ja immer noch lustig. Ah! Ach, Kinder, diese schrägen oder generell immer irgendwas, was nicht gerade eine gerade Ebene ist. Das ist etwas anstrengend manchmal. Oh ja, bitte. Ja, ganz was Feines hier. Ach na, fantastisch. Habe ich noch ein Tool? Ja. Oh, aber nicht das Richtige. Das ist das Richtige. Oh Gott, Kinder, ich traue mich gar nicht. Was nehme ich denn jetzt? 10 Schuss. Ja komm, sie wechselt ja automatisch auf was anderes. Hier muss doch irgendwo was sein, hä? Bisschen Munition oder so. Hässliche Bilder. Ach hier, schau mal an. Kriege ich das Regal jetzt verschoben, beziehungsweise... Nee, ach hier, da steht ja ein Holz. Gut. Okay, ich hole mir noch ein bisschen Money, wenn es geht. Haben wir hier noch was? Nee, ach, da geht es ja gar nicht weiter. Ach, dann ist ja gut. So, den Alarm hätten sie sich auch mal sparen können. Schöne Sache. Die unerschütterliche Kate Archer 3. Vielleicht haben wir es ja bald schon. Dann in meiner Höhle. Ja, Ma'am. Ich muss wohl nicht sagen, dass ich nicht gestört werden möchte. Nein, Ma'am. Gut. Ja. 10 Minuten habe ich nur. Okay, Leute, da würde ich aber sagen, wir machen mal hier Schluss, weil offensichtlich geht's dem Ende entgegen, denke ich jetzt mal. Deshalb ein kürzerer Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wäre cool, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und wieder einschaltet zu No One Lives Forever. Bis dann. Tschüss.